Guten Nachmittag hier heute bei uns in der Weiherhaushalle. Willkommen zu einem kleinen Heimspiel-Event. Oh, schöner Pass von Jan Gröhlich. And one. 23:20 für den VfL. Frankfurt Griesheim hält gut mit. Und mit dem No-Look-Pass und dem Dunking von Tillmann ist es. Tippt den Ball zu Tyrone. Im Fastbreak geht er rüber zu Manang Bock. PJ 4-3! Und so gehen wir jetzt in die Halbzeit. Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir sind mit 15 vorne. Ist gut gelaufen. Habe jetzt im ersten Viertel ein bisschen Sorge gehabt, aber jetzt haben wir Gas gegeben und Hertha verteidigt. Alles super. Ja. Und erneut der Dreier von Jan Chakalov. Und gleich mit dem Steal. Und der Pass auf Julian Lexa. Julian Lexa! Und hier kommt Richie! Und er hat den Korb abgerissen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er hat den Korb abgerissen. Das hatten wir so noch nie gehabt. Und das machen wir extra, weil es Fernsehen da ist, glaube ich, heute. Damit wir mal richtig spektakuläre Bilder hier haben. Und Richie, das Leichtgewicht, robbt das Ding runter. Da wird jetzt wild diskutiert. Alle überlegen, was zu tun ist. Das Spiel wird leider dann jetzt abgebrochen, weil der Gegner möchte nicht auf das Querfeld spielen. Das müssen wir respektieren, sonst hätten wir hier umgebaut. Oder wir hätten auch umziehen können in die Halle oben, die ist ja hier nebenan. So, es gibt doch eine neue Entscheidung. Es wird spannend, liebes Publikum. Wir gehen hoch in die Halle. 3:04 noch zu spielen im dritten Viertel. Oh, ganz stark. Auch der ist drin. Spin-Move von PJ. Wunderschöner Pass auf Julian Lexa. Und das war das dritte Viertel. Jan Chakalov mit dem Dreier. Wow. Schöner Pass wieder von Tyrone auf Julian Lexa. Und wieder der Dunking. Liebe Fans und Zuschauer zu Hause, vielen Dank für den Support. Ihr seid die Besten. Und da ist der Eliup von Richie, der Rebound von Richie, das Foul an Richie und gleich die zwei Freiwürfe von Richie. Oh, schön gespielt. Wieder schöner Pass. Tillmann mit dem Slam Dunk. Und der Eliup von Richie. Das war's. 122:47. Das war, glaube ich, auch für die Schiedsrichter heute mal was Neues. Ja? Ein Hallenwechsel innerhalb kürzester Zeit. Nicht nur dieser Streamingwechsel, sondern einfach komplett alles hier oben in die Halle hingebaut. Alles Gute, schönes Wochenende noch und ciao.